Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Fanshort Fenstersysteme. Fanshort, perfekt aus Tradition. Hallo und herzlich willkommen in der Kopernikushalle zu den Hallenstadtmeisterschaften 2018 der Stadt Rheine. Da dieses Turnier vom Autor Sänger maßgeblich unterstützt und gesponsert wird, trägt dieser Wettbewerb auch den offiziellen Namen Sänger Cup. Bevor wir mit den Highlights der Finalspiele beginnen, hier noch ein Überblick über die Teilnehmer und Vorrundenergebnisse des Sänger Cups. Wir beginnen in der Gruppe A. Die Mitbezirksligist SC Alpenrheine, A-Ligist Riemers Rheine, B-Ligist Skiclub Nordwestrheine und C-Ligist Porto Rheine besetzt waren. Hier die Ergebnisse. Alpenrheine gegen Riemersrheine 3:0. Skiclub gegen Porto Rheine 5:1. Alpenrheine gegen Skiclub 3:1. Riemersrheine gegen Porto Rheine 6:1. Porto Rheine gegen Alpenrheine 2:5. Und Skiclub gegen Riemersrheine 3:2. Somit am Ende also Alpenrheine souveräner Gruppensieger mit 3 Siegen. Dahinter Skiclub und Riemers ebenfalls fürs Viertelfinale qualifiziert. Für Porto Rheine war mit 3 Niederlagen Schluss nach der Vorrunde. In der Gruppe B trafen der Landesligist SV Mesum, Bezirksligist Amisia Rheine, A-Ligist FC Eintracht Rheine 2 sowie B-Ligist Eintracht Rodde aufeinander. Hier die Vorrundenspiele im Einzelnen. Mesum gegen Amisia Rheine 5:1, Eintracht Rheine 2 gegen Eintracht Rodde 4:0, Mesum gegen Eintracht Rheine 2 2:1, Amisia Rheine gegen Eintracht Rodde 5:3, Eintracht Rodde gegen SV Mesum 0:2 und FC Eintracht Rheine 2 gegen Amisia Rheine 2:5. Hier qualifizierten sich nach der Vorrunde Mesum, Amisia und FC 2 für das Viertelfinale. Für die Eintracht aus Rodde war ein wenig freier. Die Gruppe C beherbergte neben dem Oberligisten FC Eintracht Rheine als Titelverteidiger auch Bezirksligist Germania Haunders sowie die beiden B-Ligisten Sportfreunde Gellendorf und die SG Elte. Und hier die Resultate der Gruppe C. FC Eintracht Rheine gegen Germania Haunders 3:2. Gellendorf gegen Elte 5:1. Eintracht Rheine gegen Gellendorf 7:2. Haunders mit dem einzigen zweistelligen Sieg 10:1 gegen Elte. Elte danach gegen Eintracht Rheine 1:7 und Gellendorf gegen Haunders 1:5. Am Ende FCI und Haunders fürs Viertelfinale qualifiziert. Und dort hatten wir folgende Partien. Altenrheine bekam es mit Ligakonkurrent Amisia zu tun. Der SV Mesum traf auf A-Liga-Spitzenreiter Riemersrheine. Der Titelverteidiger FCI Rheine durfte gegen seine eigenen 23 antreten. Und zu guter Letzt musste der B-Liga Skiclub Rheine gegen Haunders ran. Wir starten direkt mit dem brisantesten Viertelfinale und zwar mit der Begegnung SC Altenrheine gegen Amisia Rheine. Zu Beginn der Partie aber erst einmal die Erkenntnis für uns, dass der Pressebereich im Oberrang auch nicht unbedingt vor Querschlägern sicher war. Aber sehen Sie selbst. Verletzt wurde am Ende niemand und so widmen wir uns jetzt dem Geschehen auf der Platte in einem wirklich atemberaubenden Viertelfinalspiel. Und Altenrheine mit dem besseren Start. Thale hier zurück auf Lander, der weiter zu Kai Sandmann. Und der jetzt mit der Hacke in die Mitte auf Lukas Stellmacher. Und der vollendet hier blitzsauber an Amisen Torhüter Schäperklaus vorbei zum 1:0 für den SC Altenrhein. Doch die Antwort der Amisen ließ nicht lange auf sich warten. Direkt noch wieder ein Schlüsselball in die Spitze auf Fabio da Costa Pereira. Schnelle Drehung und dann im Fallen markiert dieser hier das 1:1 für Amisia. Ja, was für ein Auftakt in diese Begegnung. Da war von Beginn an Feuer drin und beide Fanlager saßen in der Kopernikushalle sowohl physisch als auch stimmungsvoll auch noch direkt nebeneinander. Und als es auf der Tribüne plötzlich heiß herging und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zog, passierte unten auf der Platte nämlich Folgendes. Hier, Janni Schneider im Ballbesitz, dann aber mit dem Fehlpass. Und Manuel Leusmann mit dem feinen Pass auf Fabio da Costa Pereira, nimmt den Ball kurz an und schließt dann flach unter links ab. Spiel gedreht, 2:1 für Amisia. Und da war richtig Stimmung in der Bude. Und hier verschwindet der Torschütze hinter die Bande. Nur noch 2 Minuten auf der Uhr und der SC Altenrheine machte sich hier selbst das Leben schwer. Ein Zweikampf, Kai Sandmann gegen Florian Mayer. Dann ein Pfiff von Schiri Lüttgehaus und es gab Gesprächsbedarf zwischen Schiedsrichter Lüttgehaus und Kai Sandmann. Lüttgehaus nestelt an seiner Brusttasche und dann zeigt er Sandmann hier 2 Minuten für das Einsteigen gegen Meier.
Der SC halt gerade somit in der Schlussphase mit einem Spieler weniger auf der Platte. Und hier sehen wir nochmal das Einsteigen von Kai Sandmann gegen Meier. Trifft ihn leicht am Fuß. Für Schiedsrichter Jürgen Nitkos offenbar genug, um hier Sandmann für 2 Minuten hinter die Bande zu schicken. Altenrheine riskierte in der Schlussphase alles, mussten sie auch, wechselten ihren Torwart aus und brachten einen weiteren Feldspieler mit Janis Schneider. Dann Thalia an der rechten Bande, spielt zurück auf den fliegenden Torwart, auf Schneider. Der nochmal rechts raus, auf Thalia, und der nimmt sich nochmal her, zieht ab und trifft hier in der Schlussminute. Nur wenige Sekunden vor dem Spielende zum vielumjubelten 2:2 Ausgleich in Unterzahl. Ja, Wahnsinn, was hier abging in dieser Partie. Aber noch waren 14 Sekunden zu spielen und Amisia direkt nochmal vorne in Angriff über Fabio da Costa Pereira auf links. Gegen Hegemann wird hier gefoult und dann gibt es nochmal Freistoß für Amisia an der linken Bande. Und jetzt wurde es kurios, 7,5 Sekunden vor dem Spielende. Das Spiel war unterbrochen und die Fortsetzung des Spiels verzögerte sich allerdings, weil Schiedsrichter Lübkehaus erst einmal Gesprächsbedarf mit seinem Kollegen hatte. Was war passiert? Der SCR hatte nach dem Ausgleich sein Team wieder auf 4 Feldspieler vervollständigt. Das war nicht regelkonform, denn nur bei einem Gegentreffer hätten sie wieder aufhören dürfen. Schiedsrichter Lübkehaus stellte die richtige Anzahl der Feldspieler in Folge erst einmal wieder her. Dann lag plötzlich ein Handtuch auf der Platte. Nicht etwa, Vorsicht Wortspiel, weil ein Team das Handtuch geworfen hätte, sondern weil sich auf dem Spielfeld ein nasser Fleck befand, der irgendwie von einem der beiden Fanlager auf das Spielfeld befördert wurde. Das brachte wiederum die Organisatoren etwas in Nöte, sodass schließlich Turnierleiter Jörg Nitzke höchstpersönlich vor euch durchwischte. Das Handtuch kam auch noch zum Einsatz und am Ende konnten die letzten Sekunden der Partie unter dem tosenden Beifall der Zuschauer nach einigen Minuten Unterbrechung noch absolviert werden. Und dann wurde es auch gleich nochmal spannend vor dem Tor des SCR. Hier, Fabio da Costa Pereira, abgeblockter Schuss. Und dann setzt ihn Nico Winter nach, an der Bande durch. Und schlussendlich landet der Ball in den Arm von Louis Bötel. Und die Schlussszene signalisierte hier das 2:2 Unentschieden. So ging es also zwischen dem SC Altenrhein und Amisia Rhein ins 9-Meter-Schießen. Das erste Duell lautete Manuel Leusmann gegen Louis Büttel. Sicher verwandelt, 3:2 für Amisia. Als nächstes am Punkt Janis Schneider gegen Hannes Schäperklaus. Und Schäperklaus hält das Ding. Weiterhin 3:2 für Amisia. Nun Kevin Drees für die Amisen gegen Büttel. Und auch der verschießt. Büttel hält das Ding. Weiterhin 3:2 für Amisia. Kann Altenrhein hier den Ausgleich besorgen. Yannick Thade läuft an. Sicher verwandelt. Links unten Schäperklaus ohne Chance. 3:3. Nun Fabio da Costa Pereira. Normalerweise ein sicherer Schütze. Rechts unten, sicher verwandelt, Büttel im falschen Eck, 4:3 für Amisia. Und nun musste Kai Sandmann treffen, damit es hier weiterging. Und der haut das Ding drüber, somit der SC Altenrhein im Viertelfinale ausgeschieden. Und die Amisen eine Runde weiter, ziehen also ins Halbfinale ein. Und wer dort auf Amisia Rhein traf, das sehen wir dann gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zum zweiten Viertelfinalspiel. Hier traf der Landesligist SV Mesum auf den A-Ligisten SV Grün-Weiß-Rheine. Mesum war zwar klarer Favorit in dieser Begegnung, doch der in Weiß und ohne Leibchen spielende Kreisligist legte hier los wie die Feuerwehr. Die ersten 2 Minuten gehörten komplett den Grün-Weißen und so stand Mesums Schlussmann Max Schmalz immer wieder im Mittelpunkt in dieser Partie, wie hier gut zu sehen. Grün-Weiß vergab hier reihenweise gute Torgelegenheiten. Nur die beste hatte hier Alian Berisha und auch der scheitert an Max Schmalz. Dann setzt hier in der rechten Ecke Till Remke nochmal nach, versucht sich irgendwie durchzutanken. Dann ein frecher Lupferversuch, aber auch der findet nicht den Wirkungstor, sondern damit oben drauf. Und wie das so ist, wenn man im Fußball vorne seine Chancen nicht wegmacht, dann bestraft eine höhere Macht gerne mal das Team hinten dafür. Lukas Schweder hier mit dem Schuss rechts oben ins Tor der Grün-Weißen. Neuer Spielstand also, Mesum 1, Grün-Weiß 0. Aber die Grün-Weißen hat eine schnelle und passende Antwort parat. Der Ball gelangte irgendwie zu Steffen Schmidt. Er leitet weiter auf Ralf Stöber auf rechts. Und der mit der Grätsche und dem Schuss hinein ins Tor der Mesumer zum 1:1 Ausgleich. Und die Mesumer zeigten jetzt Spielfreude hier am Ende dieser Kombination. Dominik Schmidt völlig blank rechts, hat keine Schwierigkeiten zum 2:1 für die Mesumer einzuschieben. Und der SV Mesum bestrafte jetzt jeden Fehler der Grün-Weißen gnadenlos. Hier Lars Jenders am Ball. Schlägt einen Haken, zieht in die Mitte, dann Flachschuss links unten. 3:1 für Mesum.
Jetzt wurde es schwer für den Adliger Spitzenreiter, hier nochmal zurückzuführen in die Partie. 3,5 Minuten vor Schluss, dann diese Szene. Ralf Stöber mit dem taktischen Foul und das zog noch eine klare Konsequenz nach sich. Ralf Stöber kassierte für dieses Foul nämlich eine 2-Minuten-Strafe, dezimierte seine Grün-Weißen dementsprechend auf 3 Feldspieler. Da sah Ralf Stöber durchaus Diskussionspotenzial, wurde aber hier von Spielertrainer Stefan Ruprecht direkt zurückgehalten und die Entscheidung stand. Grün-Weiß also in der Schlussphase nur noch mit 3 Feldspielern und das nutzte Nico Brüggemann aus, der hier wuchtig den Ball rechts oben in den Giebel jagt zum 4:1 für den SV Mesum. Damit war diese Begegnung entschieden. Es blieb am Ende also bei einem 4:1 Erfolg für den Landesligisten gegen den Kreisligisten. Somit der SV Mesum also als zweites Team im Halbfinale des Sänger Cups 2018. Und wir springen direkt weiter ins Viertelfinale Nummer 3. Wo ist die Kreisligatruppe vom FCE mit den eigenen Vereinskollegen aus der Oberliga zu tun bekam? Für viele Zuschauer in der Kopernikushalle nur eine Frage der Höhe hier. Zur Überraschung vieler setzt allerdings hier der Underdog ein erstes Ausrufezeichen und zwar durch Eugen Schäfer. Der schließt hier ab und trifft für die U23 nämlich zum 1:0. Ja, was für ein Auftakt in diese Begegnung. Das hatte der Oberligist sicherlich so nicht kommen sehen. Jetzt wurden die jungen Wilden der U23 etwas frech und versuchten die Oberligaspieler sogar ein klein wenig vorzuführen, wie hier der Pass mit der Hacke zurück zum Torhüter. Aber das schaute sich der Oberligist nicht lange an. Brüggemeier hier auf Fontaine, der mit der schönen Bewegung in die Mitte und den Abschluss flach rechts unten zum 1:1 Ausgleich. Nicht optimal die Haltungsnoten bei dem Sturz nach dem Schuss. Und jetzt noch was Kurioses vor dem Tor der U23. Timo Scherpinger mit der Mega-Chance auf den Führungstreffer. Aber Rosenberger und Henrik Plieg retten hier mehrfach in dieser Spielsituation. Und jetzt eine tolle Kombination des Oberligisten Schäping auf Brüggemeier, der raus auf Vandenberg im Kreislauf. Philipp Fontaine hält den Fuß rein und schon steht es hier 2:1. Spiel gedreht. Eine wirklich sehenswerte Kombination des Oberligisten. Dann Torhüter Rosenberger mit einem Fehlpass im Aufbauspiel. Fontaine im Zusammenspiel mit Schäping und schon steht es hier 3:1 für den Oberligisten. Danach faktisch nur noch das Spiel auf das Tor der U23. Zeit für eine Pommes Currywurst, Garmann für Brüggemeier und schon steht es hier 4:1. Die U23 in dieser Phase des Spiels komplett überfordert mit diesem Gegner. Dann Eckball Golz auf Luca Meier. Meier wieder zurück auf Golz, der hat den Blick wieder für Meier in der Mitte, der hält den Fuß rein und schon steht es hier 5:1. Das Spiel für den Oberligisten momentan hier wie in einem Training. Und so ging es weiter. Philipp Fontaine raus auf Timo Scherping, der mit einem schönen Haken legt ab mit der Hacke auf Fontaine. Der zieht hier ab, trifft hier vermeintlich zum 6:1. Aber Schiedsrichter Jürgen Lüttgehaus verweigerte dem Treffer die Anerkennung. So weiterhin 5:1 und Fontaine mit einem Treffer weniger in diesem Turnier. Dann Timo Scherping gegen Eugen Schäfer. Klasse hier ausgespielt und dann wuchtiger Schuss rein in die Maschen. 6:1 und diesmal zählte der Treffer auch. Den Schlusspunkt dieser Partie setzte dann aber die U23. Eckball Blied und in der Mitte ist dann Kevin Osagi zur Stelle und markiert hier dann das 6:2 für die U23 des FCE. Am Ende also ein 6:2 Erfolg für das Oberliga-Team und die erwartete Halbfinalteilnahme. Aber immerhin konnte die U23 den ersten und den letzten Treffer der Partie für sich verbuchen. Mehr war hier und heute einfach nicht drin. Damit kommen wir auch schon zum letzten Viertelfinalspiel des Sänger Cups 2018. Hier traf der einzig verbliebene wenige Skiclub Professor Reine auf den Zweitklassenliga-Spielen SV Germania Haundorf. Und die Fans sind schon was Besonderes hier des Skiclubs und wir hören mal den Trainer. Ja, machen die Jungs hinter dir heute auch wieder so Randale wie in den letzten Jahren? Aber sowas von sicher. Die haben sich alles so verabredet. Ich glaube, ja, du siehst es ja selber, ist schon gerade eine, ja, dreiviertel Stunde, eine Stunde vorher und die sind schon gut dabei und ich glaube, das ist ein Faustband für uns. Ich hoffe, die machen den Trouble wie in den letzten Jahren oder gehe ich von aus. Die Resonanz in den sozialen Medien war gut und ich hoffe, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird. Oh, da gehe ich von aus. Dem war natürlich auch in diesem Jahr wieder so. Hier eine Szene aus dem letzten Vorrundenspiel des Skiclubs gegen Grün-Weiß Rheine. Da waren die Anhänger sogar mit Wunderkerzen bewaffnet, die als Bengalo-Ersatz herhalten mussten. Wunderbar, toller Support. Die Frage war jetzt natürlich, ob diese Unterstützung von den Rängen auch den Jungs unten auf der Platte Auftrieb verleihen würde. Die Antwort dazu stelle ich zunächst einmal zurück, denn zu Beginn war hier der favorisierte Bezirksligist aus Haunhorst tonangebend.
und der Schiedsrichter mit einem schlechten Start. Torhüter Robin Oberfeld schießt hier Julian Brüding an und dann kann Patrick Engelke es nicht mehr eingreifen. 0:1 aus Sicht des Skiclubs. Haunhorst hier, der Favorit also in Führung. Und der Bezirksligist setzte nach Flotmann mit dem Ball in die Spitze auf Fabian Schredde. Der setzt sich hier an der Bande durch, spielt in die Mitte auf Michael Heckmann. Der hält nur noch den Fuß hin und schon steht es hier 2:0. Und es kam noch schlimmer für den Skiclub. Ballverlust von Determeier hier. Und dann ist Yannick Beermann auf dem linken Flügel durch. Wird nicht entscheidend angegriffen und dann setzt er das Ding hier wuchtig mit dem Außenriss zum 3:0 für Hauenhorst ins Gehäuse des Skiclubs. Und die Skiclub-Fans, sie skandierten jetzt hier auf dem Oberrang: Wir wollen euch kämpfen sehen. Und das taten die in weiß gekleideten Jungs unten auf der Platte in der Folge auch. Wir sehen hier einen schönen Konter. Sandmann bedient hier mustergültig Engelkes auf dem linken Flügel. Der schließt ab und trifft hier aus spitzem Winkel gegen Flotmann zum 1:3 für den Skiclub. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommt die Einwechslung des Tages im Mittelpunkt. Haunhorst, Fabian Schredde, achten Sie oben rechts auf den Bildrand. Dafür gab es vom Publikum 10 Applaus. Gott sei Dank hat sich der Junge nichts getan, konnte weiterspielen. Alles im grünen Bereich. Und falls Sie die Szene nicht gesehen haben, hier nochmal in der Wiederholung. So kann es gehen im Fußball. Da stellt dann die Bande auch schon mal ein Beinchen. Dann hatte Haunhorst hier die Vorentscheidung auf den Fuß. Villas an den linken Pfosten, aber der Ball springt wieder raus. Weiterhin nur 3:1. Und der Skiclub drückte jetzt hier Balleroberung von Engelkes an der linken Bande. Dann der Ball in die Mitte auf Sandmann. Der hält den Fuß rein und trifft hier zum viel umjubelten Anschlusstreffer zum 2:3 für den Skiclub. Und jetzt schien alles möglich. Torhüter Oberfeld in die Spitze auf Rottewert. Der guckt, schaut, überlegt kurz und schiebt den Ball dann durch die Beine von Flotmann zum 3:3 Ausgleich für den Skiclub in das Haunhorster Tor. Ja, was für eine Schlussphase hier in diesem Spiel. Und am Ende hieß es dann auch nach 12 Minuten 3:3. Da waren die Fans mit ihrem Skiclub natürlich äußerst zufrieden hier auf dem Oberrang. Somit musste also auch das Viertelfinale Nummer 4 im 9-Meter-Schießen entschieden werden. Und hier standen sich Jan Brüning und Lukas Flotmann zunächst gegenüber. Brüning schießt und Flotmann ist im richtigen Eck, hält den Ball für Haunhorst. Weiterhin also 3:3. Nun Yannick Villas gegen Robin Oberfeld. Villas links unten zum 4:3 für Haunhorst. Als nächster Schütze Daniel Unfeld. Mit Krawall unter die Latte, von dort springt der Ball ins Tor. Ausgleich 4:4. Nun Jan-Hendrik Körs. Läuft an. Locker rechts unten. Verwandelt 5:4 für die Haunhorster. Nun Julian Determeier. Links unten. Sicher verwandelt. Flotmann im falschen Eck ohne Chance. 5:5. Und nun Michael Heckmann mit der Chance hier zum Weiterkommen. Wenn er trifft, ist Haunhorst im Halbfinale. Und der Ball ist drin. Somit Germania Haunhorst, der Bezirksligist, nach einem 6:5 im 9-Meter-Schießen gegen den Skiclub als vierte Mannschaft im Halbfinale des Sänger Cup 2018. Und da werfen wir gleich mal einen Blick auf die anstehenden Halbfinalpaarungen. Amicia Rheine trifft auf den FC Eintracht Rheine und der SV Mesum gegen Germania Haunhorst. Aber zuvor wurde das Team vom Skiclub von den eigenen Fans anständig verabschiedet. Tolle Bilder hier aus der Copernicus-Halle in Rhein. Und wir starten nun direkt mit dem ersten Halbfinale. Amicia gegen FCE, auch das Duell der beiden Vorjahres-Torschützenkönige, da Costa Pereira und Philipp Fontaine. Und wir hören mal rein, was da Costa Pereira zu sagen hat. Du bist ja Torschützenkönig geworden hier, kannst du das dieses Jahr wiederholen? Ja, wäre schön, aber mal schauen. Fontaine ist ja auch gut drauf, also. Ja. Okay, aber Stadtmeister, ist das was ihr hinkriegen könntet? Ja, das ist ein Traum von Amicia, würde ich sagen, ne? Aber mit der Konkurrenz, Oberligamannschaften und alles, das ist echt schwer, hier irgendwas zu gewinnen. Okay. Aber wer Fabio da Costa Pereira kennt, der weiß, der Junge gibt hier alles, um vielleicht doch den großen Erfolg zu schaffen. Dann Torhüter Philipp Hinkerhoch hier mit dem Fehlpass auf Nico Winter. Und der lässt sich nicht zweimal bitten und besorgt hier erst einmal die Führung für Amicia Rheine. Der Außenseiter also mit 1:0 in Front.
Aber die Antwort des Oberligisten, sie folgte auf den Fuß. Hier prüft Fabian Golz, Hannes Schäper-Klaus im Tor der Aniesen. Der hält hier glänzend. Dann Golz auf Luca Meier, der flach unten rechts. Und schon steht es hier 1:1, wenige Sekunden nach dem Rückstand. Dann schaltet sich Hinkeruhr in den Angriff mit ein. Der Querschläger landet am Ende bei Fabian Golz, der aus der Drehung zum 2:1 für den FC Eintracht Rheine. Und auch die nächste Torgelegenheit geht auf das Konto des FCE. Hier Osterhaus, Scherping im Zusammenspiel und dann gelangt der Ball zu Philipp Fontaine. Der hält nur noch den Fuß rein und trifft hier zum 3:1 für den Oberligisten. Von Aniesen-Torjäger Fabio da Costa Pereira zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen in dieser Partie. Und der FCE erdrückte weiter. Dann aber Nico Winter mit einer Balleroberung. Und dann haben wir hier Fabio da Costa Pereira. Und der haut das Ding hier direkt. Volley unten rechts an Hinkeruhr vorbei in die Maschen. Zum Anschlusstreffer zum 2:3. Klasse gemacht. Aber noch besser der FCE. Alle Spieler an der nächsten Tormöglichkeit beteiligt. Und am Ende ist es Scherping, der hier den Fuß reinhält. Und das Spiel gerät unter die Latte zum 4:2 ins Tor der Aniesen einschiebt. Die Aniesen riskierten jetzt mehr. Sie suchten immer wieder vorne in der Spitze Fabio da Costa Pereira. Hier der Ball abgefangen durch Van der Berg. Dann aber Brüggemeier mit dem Ball ins Niemandsland. Und da ist Nico Winter. Und der spielt jetzt sofort weiter auf Fabio da Costa Pereira. Kurze Ballannahme. Und dann macht er das Ding hier mit links weg zum 3:4. Ja, ein geiles Tor von Fabio da Costa Pereira. Der nimmt den Ball an, fackelt nicht lange und haut das Ding einfach ins Tor. Aber die Freude verflog schnell. In der Schlussminute besorgt hier Garmann das 5:3 für den Oberligisten. Aber noch war nicht Schluss. Es waren noch ein paar Sekunden zu spielen. Schäper-Klaus nochmal mit dem Ball in die Spitze. Und dann kommt es zu einem Zweikampf zwischen Teuter Hinkeruhr und Manuel Leusmann. Schiedsrichter Jürgen Lüttgehaus fackelte nicht lange, entschied hier auf 9 Meter zugunsten von Arminia Rheine. Obendrauf gab es noch eine 2-Minuten Strafe und zwar gegen FCE-Torhüter Philipp Hinkeruhr. Jetzt musste man beim FCE erstmal umdenken und neu justieren. Der Ersatz war nämlich nicht zur Hand. So musste also Luca Meier zwischen die Pfosten und ausführen für diesen 9 Meter nun Fabio da Costa Pereira. Und der ist nun mal ein sicherer Schütze. Also, da Costa Pereira gegen Meier. Und der Meier, der hält das Ding. Ja, was denn für eine Szene hier in der Schlussminute zwischen Arminia und FC. Elfmeter-Tüter Luca Meier, was war da los in der letzten Minute? Ich habe mir gedacht, Halse hältst du einfach, ne? Ja. Ich habe nicht lange nachgedacht, einfach gesprungen und dann... Okay. Und jetzt holt ihr den Pott? Ich denke doch, oder? Wenn sowas schon klappt. So, und zurück im Spiel. Da langte Simon Moos gegen Fabian Golz nochmal so richtig hin und kassierte damit auch von Schiedsrichter Jürgen Lüttgehaus eine 2-Minuten-Strafe. Am Ende blieb es auch bei einem 5:3-Erfolg des Oberligisten gegen den Bezirksligisten und somit der FC Eintracht Rheine als erstes Team beim Sänger Cup 2018 im Endspiel. Und der zweite Finalteilnehmer, er wurde gesucht im zweiten Halbfinale. Und hier standen sich der SV Mesum und der SV Germania Haunos gegenüber. Der Landesligist aus Mesum sicherlich favorisiert hier in der Begegnung gegen Germania Haunos. Aber auch die Haunos hatten hier schon für ordentlich Furore in diesem Turnier gesorgt. Also ein Selbstläufer würde dieses Spiel definitiv nicht unbedingt werden. Und der SV Mesum kam gut rein in die Partie. Max Schmalz hier mit dem Ball in die Spitze, dann wird der Ball weitergeleitet auf Jenders und der schiebt hier direkt mal zur 1:0 Führung den Ball ins Tor. In der Folge Haunos um eine schnelle Antwort bemüht und sie hatten dann auch die Chance zum Ausgleich. Kürs hier völlig allein gelassen vor Schmalz und der rettet hier für den SV Mesum die knappe 1:0 Führung. Dann Haunos, Westhoff hier im Ballbesitz mit dem Ball nach vorne. Göttlich erobert sich das Spielgerät, scheitert dann aber an Westhoff. Ricken setzt sofort nach, kann den Ball nochmal erobern. Schlägt dann hier einen Haken, geht zur Bande. Dann schmeißt sich Westhoff davor und dann kriegt er den Ball irgendwie in die Mitte durch. Und Jan Lampen sagt in der Mitte Danke und Tschüss. Und schon steht es hier 2:0 für den Landesligisten. Und die Germania aus Haunos, sie drängte hier in der Folge auf den Anschlusstreffer. Dann Balleroberung durch Nico Brüggemann. Der zieht in die Mitte, bedient Dominik Schmidt auf den rechten Flügel. Einen Haken, Schmidt in die Mitte zu Brüggemann und schon steht es hier 3:0. Dann zeigten aber auch die Haunorster, dass sie hier Fußball spielen können. Initiator dieser Aktion ist Heckmann in der Mitte. Dann über eine schöne Dreierkombination kommt hier schließlich Anil Kesluhoglu zum Anschlusstreffer zum 1:3 für die Germania.
Dann nochmal Jan Westhoff im Spielaufbau. Der Ball abgefangen und dann ging es wieder schnell in Richtung Hauenhorster Tor. Westhoff eilt hier raus, spielt den Ball offensichtlich mit der Hand. Es gibt einen Freistoß für Mesum. Der wird schnell ausgeführt, zu schnell für den Kameramann. Und dann ist Dominik Schmidt zur Stelle und markiert hier das 4:1 für den SV Mesum. Damit war der Drops hier im zweiten Halbfinale gelutscht. In der Schlussminute spielt hier auch nur noch der SV Mesum auf. Und dann besorgte schlussendlich Romeo Kabuté hier mit einem gewaltigen Flachschuss unter Westhoff hindurch das 5:1. Aber das war es dann immer noch nicht. Max Schmalzi mit einem Ausflug auf Kabuté. Der legt in die Mitte auf Valentin Ricken. Und der besorgt dir dann auch noch das 6:1. Macht das halbe Dutzend also voll. Und dann war die Partie durch. Mit 6:1 bezwingt der SV Mesum also Germania Hauenhorst und zieht als zweites Team nach dem FC Eintracht Rhein ins Endspiel um den Sänger Cup 2018 ein. Bevor es mit dem Endspiel losgeht, zeige ich Ihnen aber noch die Zusammenfassung des Spiels um Platz 3. Und das diesmal, wir kennen diese Kameraperspektive ja schon, mal aus anderen Perspektiven, die Sie so noch nicht gesehen haben. Und in diesem Spiel um Platz 3 standen sich die beiden Bezirksligisten Arminia Rheine und SV Germania Hauenhorst gegenüber. Und jetzt, liebe Zuschauer, machen Sie sich bereit für das Tor des Tages. Lukas Flotmann klärt hier einen Ball, dann ist hier Kevin Drees an den Ball und erzielt hier mit einem wahren Traumtor die 1:0-Führung für Arminia Rheine. Und das Ding, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal aus zwei anderen Perspektiven an. Der passte wirklich haargenau in den oberen rechten Torwinkel, wie wir hier aus der Torkameraperspektive eindrucksvoll erkennen können. Ein wunderschönes Tor hier zum 1:0 durch Kevin Drees also für die Arminia. Und die setzen sofort nach und so besorgt hier Fabio da Costa Pereira im Nachschuss auch direkt das 2:0 für die Arminia. Es war Pereiras 10. Turniertor, sein ärgster Konkurrent Philipp Fontaine stand bei 8. Auf der Gegenseite verkürzt Martin Heckmann dann zum 1:2 für Germania Hauenhorst. Wenig später dann wieder Gefahr für das Amisentor und diesmal besorgte Michael Heckmann nach schöner Vorarbeit den 2:2 Ausgleich für Germania. Es ging hier wirklich Schlag auf Schlag. Dann wieder Arminia auf der anderen Seite. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen ist es schließlich Kevin Drees, der hier völlig blank steht und nur noch zum 3:2 einschieben muss für die Arminia. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann aber 11 Sekunden vor dem Ende Kusai Bani für Hauenhorst mit dem 3:3 Ausgleich. Und das war dann auch der Endstand in dieser Begegnung und somit ging auch diese Partie ins 9-Meter-Schießen. Und da stellte die Germania aus Hauenhorst mit Yannick Willers den ersten Schützen. Er trat an gegen Arminias 9-Meter-Killer Hannes Schäperklaus. Wieder gehalten, weiter 3:3 Vorteil für Arminia. Und das nächste lautet Schäpers gegen Flotmann. Und auch hier kann der Torwart den Ball parieren. Weiterhin also 3:3 zwischen Arminia und Hauenhorst. Dann der zweite Schütze für Hauenhorst, Jan-Henrik Körs. Ins rechte Eck, Schäperklaus verladen, 4:3 für die Germania aus Hauenhorst. Dann Unewisse für Arminia. Und wieder ist Flotmann zur Stelle, hält das Ding. Vorteil Hauenhorst, nein, nicht nur Vorteil, Matchball Hauenhorst vom Stande von 4:3. Michael Heckmann hat hier die Entscheidung auf dem Fuß. Läuft an, links unten, verwandelt. 5:3 für Hauenhorst und damit sichert sich die Germania aus Hauenhorst hier beim Sänger Cup 2018 Platz Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch! Und damit kommen wir auch schon im Anschluss zum großen Finale zwischen dem Oberligisten und Dauersieger FC Eintracht Rheine und dem Landesligisten SV Mesum, der dem FC Jahr um Jahr hier beim Sänger Cup versucht, die Stirn zu bieten. Es war das erwartete Finale und das Duell zwischen den beiden höchstklassigen Teams im Wettbewerb und es sollte ein ausgeglichenes, spannendes, schön anzusehendes Finalspiel werden, so viel sei hier schon mal verraten. Und der FCE hier in Rot mit der ersten Torschance durch Fabian Golz, Fußabwehr von Max Schmalz und dann setzt hier Philipp Gamer nach und Schmalz rettet den Ball noch gerade eben vor der Linie. Dann Schmalz mit dem langen Abwurf auf Jan Lampe. Lampen legt hier zurück für Lukas Schweder. Der zieht einfach mal ab und dann muss auch Philipp Hinkerohr hier erstmals eingreifen und wehrt diesen Schussversuch mit dem Fuß ab. Und hier nochmal die doppelte Rettungstat von Schmalz. Zunächst gegen den Schuss von Golz und dann setzt hier Gamer nach. Der Schuss abgefälscht mit den Fingerspitzen und mit einer schnellen Reaktion kann hier Max Schmalz noch gerade so verhindern, dass der Ball über die Linie trudelt.
dann wieder die Eintracht aus Rhein. Diesmal Mike Osterhaus, der scheitert immer 1-1 gegen Schmalz. Und dann aus dem Hintergrund Golz. Und wieder ist dieser Teufelskerl zwischen den Pfosten des SV Mesum zur Stelle, um auch diesen Schussversuch abzuwehren. Hier nochmal das 1-1 zwischen Schmalz und Osterhaus. Und dann Mesum hier, nicht gut geklärt. Golz aus dem Hintergrund. Und da rettet Schmalz nochmal antizipiert, dass der Ball dorthin gehen könnte. Klasse Tat von dem Torhüter, der auf dem besten Wege war, hier zum Torhüter des Turniers gewählt zu werden. Und jetzt wieder der SV Mesum, Tobias Göttlich auf Valentin Recken. Recken wieder auf Göttlich, der hält den Fuß rein und schon steht es hier. 1-0 für den Landesligisten. Jawohl, der SV Mesum hier in Front. Und hier nochmal Valentin Recken mit dem schönen Ball auf Tobias Göttlich. Und der markiert dann hier den Führungstreffer für den vermeintlichen Außenseiter. Und die schnelle Antwort der Eintracht. Timo Scherping zurückgelegt für Philipp Fontaine. Und der verzieht hier über den Querbalken. Normalerweise lässt er sich so eine Chance noch nicht entgehen. Dann Meso mit dem Tempo-Gegenstoß. Jan Lapp mit der Balle hoch auf Lars Jenners. Der ist frei durch vor Hinkerohr. Abschluss und Hinkerohr verhindert hier den Einschlag. Und dann Conny van der Berg auf Brüggemeier. Der guckt und sieht Philipp Fontaine auf dem rechten Flügel. Der nimmt den Ball direkt und besorgt hier das 1-1 für den FC Eintracht Rheine. Was für eine Szene. Der SV Mesum mit der Großchance auf das 2-0. Wie wir hier nochmal sehen, Jenders gegen Hinkerohr. Und der rettet hier phänomenal. Und dann der schnelle Tempo-Gegenstoß. Und da war die Hintermannschaft von Mesum nicht gut sortiert. Und Fontaine macht das hier natürlich perfekt. Flachschuss genau an den Innenpfosten. Keine Chance für Max Schmalz. Puh, aber hier in dem Finale keine Zeit zum Durchatmen. Jan Lampen auf Lars Jenders, der scheitert an Hinkerohr. Wird dann von Brüggemeier festgemacht in der Ecke. Kann den Ball aber durchspitzen zu Schmidt und der gegen Van der Berg und Hinkerohr mit der Hacke. Und dann setzt hier Jan Lampen nochmal nach. Kann Hinkerohr austricksen, Schussversuch, Pfosten, die Riesenmöglichkeit für den SV Mesum auf die erneute Führung. Hier nochmal Jan Lamp mit dem Schussversuch und dann ist es Colin van der Berg, der den Ball hier mit der Wade noch an den eigenen Pfosten lenkte. Ich hab's ja gesagt, es war ein tolles Finale hier im Sänger Cup 2018 und jetzt wieder der FCE. Philipp Fontaine scheitert hier an Max Schmalz und Fontaine, der wollte hier unbedingt sein 10. Turniertor. Dann Colin van der Berg im Zusammenspiel mit Luca Meier. Täuscht ihn links an, geht dann nach rechts, Schussversuch und das Ding ist drin. Die Führung für den FC Eintracht Rheine 2-1 erzielt durch Colin van der Berg. Und hier sehen wir, dass Max Schmalz mit dem Pass auf Luca Meier gerechnet hatte. Aber das macht der van der Berg natürlich klasse hier. Und dann kann Max Schmalz hier den Ball nicht mehr entscheidend ablenken. So also der FCE mit 2-1 in Führung. Dann aber Luca Schweder auf dem Weg. Schussversuch aus Spitzenwinkel. Hinkerohr ist mit dem Fuß zur Stelle. Dann ein langer Abwurf von Hinkerohr in die Spitze. Auf wen? Na, auf wen wohl? Auf Philipp Fontaine. Der setzt sich hier durch und erzielt das 3-1 für den FC Eintracht Rheine. Für Philipp Fontaine war dies Turniertreffer Nummer 10. Und damit zieht er gleich mit Fabio da Costa Pereira. Und hier setzt er sich hervorragend durch gegen Nico Brüggemann. Und dann hat Max Schmalz keine Abwehrchance. Wird hier von Fontaine getunnelt. Aber der SV Mesum ließ sich hier nicht entmutigen. Kabuté auf Jenders. Schussversuch. Und wieder ist Philipp Hinkerohr zur Stelle und verhindert den Einschlag. Weiterhin also 3-1 für den FCE. Und hier sehen wir nochmal Jenders im Zusammenspiel mit Kabuté. Kabuté hat den Ball hier an der rechten Bande. Zieht einfach mal ab und dann trifft er hier zum Anschlusstreffer, zum 2-3 für den Landesligisten. Dabei hat er einen Schlag abbekommen, aber Kabuté stand wieder auf, konnte weiterspielen. Hier also wieder richtig Spannung drin in der Endphase. Und hier sehen wir, dass Hinkerohr keine Chance hatte gegen den Drehschuss von Kabuté. Und nochmal Mesum, Göttlich auf Schweder, der mit der Eingabe abgefangen durch van der Berg. Der spielt weiter, Scherping lässt durch für Philipp Fontaine und er kann es auch als Vorbereiter. Querpass auf Scherping und der markiert hier das 4-2 für den Oberligisten im Duell mit dem SV Mesum. Und hier sehen wir nochmal, keine Abwehrchance für Max Schmalz. Leichtes Spiel am Ende für Scherping nach Vorarbeit von Philipp Fontaine. Und da wir uns bereits in der letzten Spielminute befinden, nahmen das viele Zuschauer hier zum Anlass, um ihren Platz zu räumen. Dann verpassten sie aber hier nochmal ein Dribbling von Max Schmalz. Der weiter auf links auf Schweder. Der scheitert nochmal an Hinkerohr. Und dann kommt hier Brüggemann aus dem Hintergrund und macht das Ding hier nochmal scharf. 3-4 aus Sicht des SV Mesum. Und noch waren wenige Sekunden zu spielen. Hier nochmal Lukas Schweder mit dem Schussversuch. Hinkerohr mit der Parade. Und dann Nico Brüggemann aus dem Hintergrund. Bremst das Ding hier einfach mal über die Linie. 3-4. Ging da vielleicht noch was?
Mesum warf alles nach vorne, doch dann Ballverlust und er hilft es eh nochmal mit einer Überzahl in den Schlusssekunden. Doch Philipp Brüggemeier kommt hier zu spät, die Sirene ertönt und da war das Ding durch. Der FC Eintracht Rheine gewinnt also zum wiederholten Male den Sänger Cup, so auch im Jahre 2018. Und es war ein absolut verdienter Erfolg. Fassen wir nochmal zusammen, Platz 3 geht also an Bezirksligist SV Germania Hauenhorst. Platz 2 geht an den Landesligisten SV Mesum, die ein tolles Endspiel gegen den FC Eintracht Rheine boten. Turniersieger und Gewinner des Sänger Cup 2018, der Oberligist FC Eintracht Rheine. Die Torjägerkanone teilten sich Philipp Fontaine und Fabio da Costa Pereira mit jeweils 10 Turniertoren. Bester Torwart wurde Max Schmalz vom SV Mesum. Und zu guter Letzt bester Spieler des Turniers Philipp Fontaine vom FC Eintracht Rheine. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr, euer Tino Wermeling. Jetzt folgen noch die Interviews der beiden besten Spieler des Turniers. Max Schmalz vom SV Mesum im Finale knapp unterlegen gegen den FCE. Am Ende bist du noch mehrfach mit nach vorne gerannt. Trotzdem hat es nicht gereicht, warum nicht? Ja, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Bevor FC den Ausgleich macht zum 1-1, haben wir ein Riesending, da laufen wir zu zweit auf dem Torwart. Ich glaube, wenn wir da das 2-0 machen, dann kann es ein bisschen anders werden. Und in der Halle ist es natürlich immer schwer, dann Rückstand hinterher zu laufen. Ja. Und ja, letztendlich muss man sagen, FC hat es verdient gewonnen und ja, hat Spaß gemacht. Mit eurem Turnier trotzdem zufrieden? Ja, definitiv. Also die ersten paar Spiele mussten wir ein bisschen reinkommen. Aber ja, wir haben uns gesteigert. Ich glaube, im Halbfinale haben wir dann das erste richtig gute Spiel gemacht. Und ja, mit dem Finale können wir auch zufrieden sein. Mit ein bisschen mehr Glück, wie gesagt, können wir es gewinnen. Aber ja, nochmal, war ein bisschen unglücklich, aber FCE, Glückwunsch, haben verdient gewonnen. X-ten Mal, glaube ich, bester Spieler hier. Zum x-ten Mal Stadtmeister. Weißt du überhaupt noch, wie oft ihr gewonnen habt? Oder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Letztes Jahr war ich ja nicht da, da war ich in Australien. Und jetzt müsste jetzt so 6 von 6 für mich gewesen sein ungefähr. Also jedes Mal, wenn du dabei warst, Stadtmeister geworden. Das hat gut geklappt, ja. Ja. Hast du das heute auch so überlegen von euch gesehen, das Turnier, wie das viele vielleicht gedacht haben? Reingekommen, würde ich sagen. Immer die ersten 6-7 Minuten ein bisschen doof gespielt. Danach wurde es immer besser gegen Ende. Ja, ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Aber ich glaube, Finale haben wir dann ganz gut gespielt. Halbfinale haben wir auch gut gemacht. Ja. Alles in Ordnung. Und das wird jetzt gefeiert? Im kleinen Kreis, denke ich mal, ja. Also jetzt nicht ausgiebig, aber ein bisschen. Ist ja immer gut, dann Turnier sich, ne? Gibt ein bisschen Geld, also von daher gut für die Mannschaftskasse. Okay, was reißt ihr in der Rückrunde? Ich hoffe, so wie es aufgehört hat, dass wir unsere Siegesserie oder unsere nicht verlorenen Spiele da weiter ansetzen können. Irgendwo auf dem Tabellenplatz auf jeden Fall enden, vielleicht ein bisschen nach oben gucken, mal schauen, was da noch wird. Weißt du schon, wie es nächste Saison für dich weitergeht? Nee. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Fanshort Fenstersysteme. Fanshort, perfekt aus Tradition.